Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir und zwar geht es um den ersten Teil sozusagen der neuen Reihe, die ich jetzt hier im Jahr 2018 starte, dass ich euch jede Woche meine gelesenen und gehörten Bücher zeige. Ja, ich habe zwei Bücher gelesen und ein Buch gehört und zeige euch die jetzt einfach mal. Als erstes habe ich gelesen von Bianca Iosivoni, Der letzte erste Kuss. Ist im Lux Verlag erschienen für 10 Euro und hat 512 Seiten. Und die Geschichte konnte mich total begeistern, viel mehr als der erste Teil der Reihe. Muss aber sagen, dass ich es nicht flüssig lesen konnte. Also ich weiß nicht, ob ich mit dem Schreibstil nicht so zurechtgekommen bin oder ob ich einfach mit meinen Gedanken woanders war. Auf jeden Fall hat das Buch 4,5 Sterne von mir bekommen, wesentlich besser bewertet als das erste. Und hier ging es um Elle und Luke. Sie sind seit Ankommen von Elle bei dem College beste Freunde. So 2-3 Jahre waren das dann, glaube ich. Und sie ist nämlich damals von zu Hause weg, weil ihre Mutter sie mehr oder weniger rausgeschmissen hat. Ihr Vater ist ein hoch angesehener Politiker und ihre Mutter meinte halt, sie würde ihr Leben nicht dessen anpassen und würde nicht in ihre Familie passen. Also die Mutter, die hat mich wahnsinnig aufgeregt, muss ich sagen. Also so eine Mutter, schlimmste Kategorie, ey. Und ja, und Luke ist ein junger Mann mit trauriger Vergangenheit. Und ja, die beiden sind, wie gesagt, beste Freunde, machen alles zusammen und ja, dann kommt es aber zu einem Kuss, nachdem sich beide schon ja, irgendwie immer körperlich anziehender finden. Es wechselt auch immer in den Kapiteln zwischen Luke und Elle. Das fand ich sehr interessant, dass man beide Sichtweisen so kennengelernt hat. Und ja, sie sind beide hin und her gerissen. Sie wollen die Freundschaft nicht kaputt machen, fühlen sich aber auch sehr zueinander hingezogen. Und die Geschichte an sich konnte mich total begeistern. Und auch die Protagonisten, auch ein Nebencharakter, der nur kurz in dem Buch vorkommt, und zwar die Tante von Luke, fand ich ganz, ganz süß. Und ja, 4,5 Sterne für dieses Buch von mir. Ich freue mich jetzt schon auf Die letzte erste Nacht. Das soll ja im Juni erscheinen. Und dann habe ich die Reihe auch komplett. Und ich kann dieses auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann ein Buch, was mir nicht ganz so gut gefallen hat. Und zwar von Marissa Stapley, Das Glück an Regentagen, ist im Rowohlt Verlag für 14,99 € erschienen. Und hatte 304 Seiten und hat von mir 3 bis 3,5 Sterne bekommen. Der Anfang war sehr vielversprechend. Es ging hier um May. Sie kehrt nach 10 Jahren in ihr Zuhause zurück, in ihre Heimat, nachdem ihr Freund oder Lebensgefährte sie betrogen hat. Und das nicht nur, ich sage jetzt mal körperlich, sondern auch beruflich und finanziell. Und sie kehrt halt zu ihren Großeltern zurück, bei denen sie aufgewachsen ist, nachdem ihre Eltern schon sehr früh gestorben sind. Sie hatte dort damals auch ihre erste große Liebe erlebt mit Gabe. Der ist damals aber spurlos verschwunden. Ja, und sie kommt jetzt halt nach 10 Jahren zurück und muss feststellen, dass ihre Großeltern sich total verändert haben. Ihr Großvater wohnt auch im Hotel und ihre Oma alleine halt zu Hause. Und es kommen immer mehr Geheimnisse ans Licht, auch was es mit Gabes Verschwinden damals auf sich hatte. Und anfangs fand ich das total interessant. Muss aber sagen, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich flutsch irgendwie nur durch das Buch. Die Protagonisten konnten mich nicht so fesseln, die Geschichte konnte mich nicht wirklich begeistern. Ja, so habe ich es halt durchgelesen, aber es hat mir jetzt nicht so viel gegeben, muss ich sagen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum die Kamera so unscharf ist. Es tut mir leid. Ich hoffe, das bessert sich gleich wieder.
Und ja, wie gesagt, 3 bis 3,5 Sterne von mir. Und dann habe ich auch mein erstes Hörbuch beendet für dieses Jahr. Und das war gleich eine absolute Empfehlung. Und zwar von Jenny Blackhurst, Die Stille Kammer. Das Buch ist im Lübbe Verlag erschienen für 9,99 €. Danach hat die Autorin ja schon rausgebracht, Das Mädchen im Dunkeln. Das war 2017. Konnte mich wirklich auch begeistern. Und ich habe gesehen, dieses Jahr kommt noch ein Buch von ihr raus, was ich auf jeden Fall mir schon mal vormerken werde. Ja, in diesem Buch ging es um Emma Cartwright bzw. Susan Webster. Bis vor 3 Jahren war sie Susan Webster, bis sie in die forensische Psychiatrie gekommen ist, weil sie ihren 12 Wochen alten Sohn Dylan getötet haben soll. Sie kann sich an nichts erinnern und als sie dann in einer neuen Stadt ein neues Leben beginnt, mit diesem neuen Namen auch, bekommt sie aber trotzdem einen Brief mit einem Foto, wo ein 3- bis 4-jähriger Junge abgebildet ist und hinten drauf steht Dylan Januar 2013. Also ein aktuelles Foto von einem 3- bis 4-jährigen Sohn, der jetzt halt so alt wäre, Dylan jetzt wirklich. Und sie kommt natürlich ins Grübeln, ob es wirklich sein kann, dass ihr Sohn noch lebt. Sie möchte sich auf die Suche mit ihrer Freundin begeben, nach der Wahrheit und trifft dann auf den Journalisten Nick, der ihr tatreich zur Seite steht. Sie bekommt nämlich auch Drohungen und Wohnung wird verwüstet etc. Und ja, die drei kommen nach und nach einem schlimmen Geheimnis auf die Spur, was wahrscheinlich auch mit Dylans Tod zu tun hat. Und es hat mich von Anfang bis Ende begeistert. Es hatte eine Laufzeit bei BookBeat von 7,5 Stunden. Gelesen wurde das Ganze von Tanja Geke. Und wie gesagt, es war ein absolutes Highlight für mich. Ich kann hier eine absolute Lese- und Hörempfehlung aussprechen. Ein ganz tolles Buch. Und ja, das war eigentlich so meine erste Bücherwoche im 2018. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu dunkel. Ja, ich freue mich wie immer sehr über eure Kommentare und über Daumen hoch. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!